Das Uniklinikum Tübingen gewährte am Donnerstag einen Blick in die medizinische Zukunft. Im Klinikum wurden die ersten zwei Kinder auf die Welt gebracht, deren Mütter zuvor die ersten Gebärmuttertransplantationen in Deutschland erhalten hatten. Das medizinische Expertenteam um Professor Sarah Brucker stellte der Presse den Weg von der Transplantation zum erfolgreichen Kaiserschnitt vor. Im Oktober 2016 waren die medizinische Fachwelt und die Presse schon einmal in die Tübinger Frauenklinik geladen. Gynäkologin Sarah Brucker hatte damals von der ersten erfolgreichen Gebärmuttertransplantation in Deutschland berichtet. Heute nun war es Zeit, das äußerst erfreuliche Ergebnis zu präsentieren. Im März und im Mai diesen Jahres haben die ersten zwei gesunden Babys per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt. Für die Frauenklinik ist das natürlich ein unglaublicher Meilenstein. Weil wir haben viele, viele Jahre, Jahrzehnte daran gearbeitet, den Mädchen und Frauen, denen wir schon zu einer neuen Scheide geholfen haben, denen auch dann zu ermöglichen, dass sie nicht nur vom Mädchen zur Frau werden durch die Anlage einer Scheide, sondern dass sie durch die Gebärmuttertransplantation dann natürlich auch in die Lage versetzt werden, dass sie von der Frau auch dann zur Mutter werden. Die Direktorin des Departments für Frauengesundheit unterstützt durch ihre langjährige und revolutionäre Forschung Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch. Prinzipiell kommen junge Frauen in Frage, eine Gebärmutter transplantiert zu bekommen, die eben ihre eigenen Eierstöcke haben, deren Eierstöcke funktionieren und die keine eigenen, biologisch eigenen Kinder bekommen können, weil ihnen die Gebärmutter fehlt. Als Gebärmutterspenderin kommt in Deutschland bei einer Lebensspende nach dem Gesetz nur die Familie oder sehr enge langjährige Bekannte in Frage. Mit den aufkommenden ethischen Bedenken einer nicht lebensnotwendigen Transplantation hat sich am Uniklinikum unter anderem der stellvertretende Leiter der Ethikkommission auseinandergesetzt. Das Expertenteam versucht, die Risiken für Frauen und Kinder dabei so gering wie möglich zu halten. In Zukunft könnte es auch möglich sein, Transfrauen die Schwangerschaft zu ermöglichen. Ich würde sagen, wenn wir garantieren können, dass das Risiko für die Kinder nicht anders ist, dass das Risiko für den oder die Transsexuelle nicht anders ist, wenn wir das medizinisch können, im Augenblick ist das noch nicht so weit, aber das kann ja sein, dass es in ein paar Jahren so ist, dann würde ich sagen, was spricht denn dagegen? Das ist bisher noch ferne Zukunftsmusik. Am Tübinger Uniklinikum wird jedenfalls fleißig weitergeforscht und die dritte Transplantation begleitet.